Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Politik Simulator 4 Power Evolution, dem vierten Teil des Politik Simulators mit mir zusammen. Malte, euer Kaiser ist wieder da, wir sind wieder zurück mit ja, unserem deutschen Reichsprojekt und mittlerweile im Sommer, bald schon Spätsommer 2052. Ich hatte ja mal ursprünglich irgendwann Hoffnung gehabt, dass wir jetzt so in der Zeitpunkt Richtung Krieg denken könnten, aber die Schulden erweisen sich doch als hartnäckig als gedacht. Nichtsdestotrotz, schön schlecht zahlen Landwirtschaft, wie hast du das denn hier hingekriegt? Ich meine, du wirst doch komplett durchsubventioniert, du kriegst Subventionen, du kriegst die volle Ausstattung hier in deinen Kontrollpunkten, das kann eigentlich gar nicht sein, aber egal, haben wir es geschafft, die Verschuldung jetzt nur noch auf insgesamt 5 Staaten zu begrenzen und wir werden auch sehr, sehr zeitnah tatsächlich, nämlich schon mit der Zahlung im Oktober runtergehen mit der ganzen Geschichte auf eben nur noch 4 Staaten, bei denen wir verschuldet sind. Und auch bei den Briten bin ich dann zumindest der Hoffnung, dass wir die auf ein relativ kleines Maß an Restverschuldung dann runterdrängen können. Ne, das wird also auf jeden Fall auch schon mal ganz nett sein. Ja, und dann wären es tatsächlich also im kommenden Jahr nur 3, die wir loswerden müssten. Und ich bin auch sehr zuverlässig, dass wir in 2053 vielleicht Japan auch noch wegkriegen von der Liste. Das wäre top und der Überschuss rennt jetzt richtig. Ja, das läuft wieder exzellent. Da haben wir tatsächlich wieder bald unsere 400 Milliarden. Aus dem Vorjahr so gesehen dazu bekommen. Die Senioren verarmen immer mehr. Weiß ja nicht, ob ich jetzt noch proaktive Rentenpolitik machen sollte. Rentner sind eigentlich so die Truppe, die mir am wenigsten interessiert. Die Kaufkraft dümpelt wieder dahin, die Steuern sind zu hoch. Da hat wieder irgendwer, glaube ich, seinen Rücktritt eingereicht oder nur den Wunsch. Ja, unsere junge Finanzministerin hat es jetzt dann dementsprechend so weit geschafft, dass sie ihren Hut nimmt. Ja, dann schauen wir dementsprechend, wer jetzt als nächstes will. Heute bin ich... Ja, wir wollen mal die Frauenreihe noch weiter wenigstens befördern. Gibt es dann die nächste Vertreterin. Wo wir dann also sagen... Momentan so ein bisschen eigentlich das Finanzministerium der Schleudersitz. Das überrascht mich auch selber, ehrlich gesagt, ein bisschen. Wäre jetzt... also ist zumindest bei mir als klassischer Schleudersitz bekannt. Ja, hier mal da kann man sagen, ist ein Finanzminister bei mir... nochmal einen Rücktritt einreicht. Aber momentan ist das ja doch relativ regelmäßig. Klar, die Steuerlast ist hoch, aber später, Freunde, später werden wir die runterdrehen können. Ne? Sobald wir mit den Verschuldungen los sind und der Überschuss üppig ist, können wir tatsächlich anfangen, klar, müssen noch die Bauprojekte erst vorgezogen werden, aber dann können wir anfangen, auch irgendwo nochmal dann ein paar Steuern dann zu senken, beziehungsweise aus meiner Sicht das erste Prinzip, was ich ja vorhabe mit euch, ist ja die Steuersysteme, haben wir vor ein paar Folgen mal erklärt, dass ich das Steuersystem auf jeden Fall vereinfachen wollte. Momentan sind ja so viele Steuern, ich wollte es auf die wichtigsten tatsächlich demnächst mal beschränken gehen. Aber dazu musst du auch das nötige Kleingeld locker machen, ne? Also das gibt es auch nicht mal so eben so hinterhergeschmissen. So, wo wart ihr im Chat denn stehen geblieben? Ich war jetzt tatsächlich ein bisschen hinterhergerannt. Was hältst du davon, dass Russland bei Tinder versucht, Informationen zu bekommen? Weiß ich nichts von. Kann ich nichts zu sagen, habe ich noch nichts zu gelesen. Ich bedanke mich übrigens bei 30 Zuschauern, vielen lieben Dank für euren Support. Ich sehe übrigens den Überschuss, ich habe das auf dem Blick hier, dass es wieder bei 2,3 ist. Also da, das sieht gut aus, Freunde, das sieht richtig gut aus. Bei welcher Folge sind wir gerade ungefähr? Das hat Tobi gerade besser im Blick als ich. Tobi, weißt du das gerade zufällig? Ich meine so um 160, aber den genauen Punkt kann ich dir nicht sagen. Ich muss gerade so ein bisschen an das Griechenland-Projekt denken. Ja, das war tatsächlich auch... Griechischer Adventskalender war das ja damals gewesen. Ja, das war auch interessant auf jeden Fall. Das hat auch einige Facetten geboten, wo ich mir echt ein bisschen die Zähne ausgebeißt habe. Ausgebissen habe. Ne? So muss ja richtig. So, ihr wollt uns Holz verkaufen. Ja, komm, ist okay. Nehmen wir mit 2 Millionen. Das ist nicht der dickste Vertrag, aber... Was soll's? Gibt es eigentlich einen industriellen Sektor für autonome Fahrzeuge? Der Paul ist ja ganz begeistert von autonomen Fahrzeugen. Ich kann mal gucken, aber ich glaube nicht. Bau von elektronischen Fahrzeugen, Nutzfahrzeugen, Bau von Elektrofahrzeugen, Automobilbau, aber autonom sehe ich jetzt hier nichts. Ne, da merke ich nichts von. So, hier kann ich das Lied mal tatsächlich ein bisschen skippen gehen, das geht mir auch ziemlich auf den Sack. So, immer wieder eins zwischendurch bei, was dann doch ein bisschen auf Zeit geht. So, wir bei 2,4% Überschuss, jetzt sind wir bei 420 Milliarden. Also auch jetzt da wieder ein schönes Stückchen drüber geschossen. Das läuft sehr, sehr gut an. Wir gucken nochmal auf die Wirtschaft, 2,8% Wachstum. Boah, dann habe ich schon mal Bock auf die nächste Steuererhöhung. Und das werde ich auch durchziehen. Wir nehmen uns die nächste Steuererhöhung vor. Und diese wird tatsächlich ein bisschen resoluter.
Wir gehen jetzt auf die 50% in der Körperschaftsteuer als nächstes. So, gucken, wo wir damit landen. Auch ein bisschen unbeliebt machen. Also das ist auch die letzte Steuererhöhung im Bereich der Körperschaftsteuer. Also Sozialabgaben, Arbeitgeber und Körperschaftsteuer sind jetzt wirklich auf on top. Ne, mehr machen wir dahingehend tatsächlich bei dem Bereich nicht. Aber wir schauen uns den Rest trotzdem nochmal an. Guten Tag und schöne Grüße von meinem Lehrgang, sagt Mahai. Na, wie läuft's mal? Grüß dich. Wie sieht's aus mit Krieg? Ja, ich hoffe, dass wir heute im Laufe des Abends, müssen wir mal schauen, den Blick Richtung Tschechien lenken könnten. Da haben wir, glaube ich, noch eine Militärbasis, glaube ich, sogar direkt stehen gehabt. Wir blättern mal ganz kurz um, genau, die Böhme-Kaserne war hier gewesen. Ja, dass wir hier uns vielleicht im nächsten Mal hinbegeben können, aber dazu müssen wir halt wieder erst mit dem Schuldenstand noch ein bisschen hinterherkommen. Ja, den haben wir auch mittlerweile gut gesenkt, also er beträgt jetzt nur 18,8%, aber es fehlt da noch ein bisschen was. Dafür haben wir mittlerweile jetzt überschusstechnisch gut, wahrscheinlich gleich nachberechnet 2,65 vielleicht. Wenn die Steuer endgültig durch ist und das alles in die Wirtschaftsberechnung mit eingeflossen sind, dann hätten wir tatsächlich wieder mit so 2,65% Überschuss. Denke ich auf jeden Fall was Gutes zu bieten. Da könnte man sich auch nicht so beschweren. Ja, Wachstum 2,65, ja, macht jetzt mal einen kleinen Knick, aber insgesamt sieht das auch sehr gut aus. Also Wachstum ist auch da. Goldbär, wann kommt der Ausbau Infrastruktur in neuen Gebieten? Der wird sich tatsächlich anschließen, so wie wir mit den anderen Sachen hier fertig sind. Also die der Schuldenabbau, so ist richtig, der hat jetzt tatsächlich erstmal Priorität, dass wir den wirklich jetzt hier konsequent durchziehen. Ja, ansonsten nochmal so ein bisschen halt nebenher verwalten, was sein muss. Ja, ansonsten schauen wir mal. Ich werde jetzt gucken, was jetzt am Ende gleich nach der Steuerung nochmal rumkommt. Dann wollen wir danach vielleicht sogar nochmal in die Wirtschaft reinbuttern. Ich meine, wir haben ja wachstumsmäßig, haben wir noch Spielraum. Ne? Also erst ab 5% sage ich, da ist finito in einem Jahr. Weil danach wird das mit Inflation unangenehm. Aber jetzt momentan hätten wir eigentlich noch Spielraum dann. Gucken wir mal, wie sich das dann auswirkt. 18, das heißt, ich sag mal so Richtung Monatswechsel haben wir die Reform durch. Dann können wir uns mal überlegen, ob wir nochmal ein bisschen Geld in die Industrie nochmal stecken wollen. Also in die Wirtschaft. Bismarck-Geschütze in Hamburg und Ostpreußen. Hatten wir nicht sogar in Hamburg mal irgendwie eine Ecke einstehen gehabt? Nee. Okay, das Bismarck-Geschütz zu Berlin hatten wir nur und das Ruhrpott-Geschütz. Tatsächlich, scheinbar fehlte Hamburg noch. Hm. Möglich. Ich fordere eine Subvention für alle. Ja, läuft tatsächlich ganz gut. Die Subventionen kegeln ja momentan ganz gut rein. Das scheint momentan zu funktionieren. Gut, jetzt gerade momentan bricht das Wirtschaftswachstum jetzt doch wieder ein bisschen zusammen, weil das wird wieder ziemlich sicher mit der Steuer zusammenhängen. Ja, und dann würde ich sagen, können wir auch mal gucken, dass wir auf so 2,2, vielleicht 2% wieder unser Überschuss senken gehen. Dafür aber dann nochmal richtig kräftig reinbutter in die Subvention. Ja, dass das uns dann vielleicht, so Gott will, uns Richtung 3% Überschuss bringt. Und 3% Überschuss, das wäre tatsächlich schon echt mittlerweile eine ziemliche Ansage. Ja, also das sind dann schon ein bisschen was, ne? So, Bestattung sind wir natürlich noch mit dabei. Ja, ist okay. Finanzen. Oh, wir machen aber auch, also, na klar, Wirtschaftswachstum jetzt ist in absoluten Zahlen sehr, sehr viel. Ne? Und dementsprechend wächst auch unser Anteil am Weltprodukt. Ne? Muss man auch einfach mal sagen. Oha, wir sind auf der Jagd nach Indien wieder. Das ist die große Preisfrage. Wie sieht es denn da drüben in Indien überhaupt aus? So, Umbruch im Staat. Ja, läuft voran. Anstieg die Belastung, Schwung nach rechts, halt die Klappe, interessiert mich alles nicht. Ich wollte uns jetzt mal ganz kurz eben mit Indien in Vergleich setzen. Indien 18,7 Milliarden, wir 16,8 Milliarden. Wachstumsprognosen, wir eine höhere Wachstumsprognose als die Inder. Arbeitslosigkeit, gut, liegen momentan tatsächlich jetzt bei 3%, die ist gerade mal ein bisschen höher als sonst. Ne? Aber gut, ihr wisst doch, woran das liegt. Inflation haben sie dafür so ziemlich gar keine. Da sind wir auch ein bisschen schlecht gestellt, aber die haben natürlich ein Staatsdefizit. Ja, ne? Verschulden, verschulden, verschulden. Das können wir alle können das am besten. Bulli können Schulden, können sie aufnehmen, nichts Gutes. Aber Haushalten, ne? das will gelernt sein, ich sag euch das. Das kann nicht jeder. So, 2,17% Überschuss nur noch. Gut, jetzt könnten die... Ja, wow. Ja, okay. Die Steuerung kickt jetzt auch ein bisschen ins Kontor.
Wir werden nichtsdestotrotz dann jetzt tatsächlich nochmal eine Subvention durchführen. Und danach erstmal für den Rest des Jahres habe ich beschlossen, dann die Flossen von der Wirtschaft lassen. Aber die eine Subvention muss jetzt noch sein. Wir gehen auf 300 Billionen hoch. 300 Billionen. 3 Billionen. Nee, doch 3 Milliarden. Oh, Malte, Alter. Mathe. Ganz, ganz, ganz schwach, Chef. So, Landwirtschaftspolitik. Drückt sich schon mal oben. So, 2 Milliarden Industrie. Und der letzte Schwenker noch in den Service-Sektor. 3,5. So, ein paar weitere Waffenlieferungen, die noch ankommen. Meine Fresse, ey. So, jetzt hast du es geschafft. So, 1,79 sind es jetzt. Wir kriegen unsere Panzer noch mit dazu. So, und jetzt hoffe ich, dass wir nochmal einen schönen Schwung kriegen bis Jahresende, nochmal auf Wachstum. Das hätten wir uns verdient, derweil wir tatsächlich wieder einen neuen Papst suchen. Marinius der Dritte ist gestorben, alles klar. Dann lass mal sehen, wer die Synode da als nächstes wird. Wählt. Wie steht es um die westlichen Vasallen und dessen Wirtschaft? Oh ja, wir können tatsächlich mal ins Frankenland mal gucken. Oh Gott, jetzt hatte ich fast das Spiel ausgemacht. Oh, habe ich mich kurz erschrocken. Ja, gucken wir mal da eben. Nicht besonders gut. 8-9% Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung jenseits der 100% des BIPs. Weil ich kann den Franzosen tatsächlich auch leider dahingehend nicht gegenüber aufkommen. Es sei denn, habe ich da vielleicht eine Möglichkeit? Ich überlege gerade. Nee, also da kann ich, glaube ich... Schade, da kann ich nichts machen. Das hätte ich mir überlegt gehabt, ob wir sozusagen dann selbstständig eine Überweisung einführen, indem wir uns Geld selber wegnehmen und es dafür Frankreich zuschieben. Das war noch eine Überlegung, die ich jetzt gerade hatte, um sozusagen unseren Vasallen finanziell und wirtschaftlich zu stärken. Aber nee, das geht leider so nicht. Schade. Das hätte ich persönlich tatsächlich noch recht cool gefunden, wenn ich das mit dem Spytool noch hätte vielleicht regeln können. Ne, dass ich dann gesagt hätte, okay, wir überweisen dann jetzt tatsächlich eine Aufbauhilfe West statt Aufbauhilfe Ost. Ne, diesmal aber nicht ins Reichsgebiet, sondern tatsächlich raus nach Frankreich. Hey, lustig gefunden. So, Wachstum. Hoffentlich kickt das jetzt wieder rein. 1% haben wir, 1,9 hier. Ja, wir müssen jetzt schon ein bisschen muss jetzt wieder was gezeigt werden. Wir sind jetzt ein wenig in der Bringschuld hier. Warum annektieren wir eigentlich Frankreich nicht? Weil ich hier mir meine eigenen Dings zusammengestellt habe. Meine eigenen Grenzen in Sachen Heiligen Römischen Reich. Ne, ich vermische das jetzt so ein bisschen, hatten wir beschlossen gehabt. Meine Pläne im Westen sind soweit vollständig. Also es geht für mich jetzt tatsächlich nur nach Süden und nach Osten. Na okay, nach Norden geht es auch noch ein Stückchen. Aber ja, also im Westen bin ich jetzt tatsächlich mit den Benelux-Ländern plus Elsass-Lothringen, aka den gesamten Ostteil hier, weil anders ging es nicht. Bin ich jetzt soweit, wie sagte Bismarck immer so schön, saturiert. Das Reich ist hier im Westen saturiert. Es ist satt gegessen. Geht die wirtschaftliche Hilfen? Eine sehr gute Frage eigentlich. Das wird, glaube ich, schwierig, weil die, glaube ich, Geberland sind, ne? Ja, Frankreich ist Geberland und in Geberland können wir keine wirtschaftlichen Hilfen zukommen lassen. Nee, aber es geht nur mit ärmeren Ländern. Was auch sehr schade ist, muss ich sagen. Ja, machst du wieder nicht viel. Das ist halt so. Da muss ich leider Gottes mit leben. So, ansonsten Budget 2,3%. Das sieht auch jetzt mittlerweile schon wieder ganz gut aus. 2,3%, 1,66 Wachstum. Ja, vielleicht die 2,5, dass sich das da noch erstmal hinpusht. Das wäre schon mal ganz gut. Ich befürchte, die 3 werde ich nicht bekommen. Dafür hat die Steuer doch zu sehr ins Kontor geschlagen. So, und Karlixt, der Vierte, wurde gewählt. Jetzt ist die große Frage, gab es schon mal einen Papst, der Karlixt hieß? Würde mich jetzt ja wundern. Karlixt. Doch, Karlixt der Dritte. Wann war denn das letzte Mal Karlixt der Dritte? Karlixt der Dritte, gestorben 1458. Also das erste Mal, dass wir einen Karlixt haben, seit guten, bald 600 Jahren. Unsere in die Organisation.
Also das ist schon interesting. Ah, dann bon chance, Kalix. Ach so, Alfonso Borgia. Ah ja, Borgia-Geschlecht. Der Name sagt mir aus der Historie auch noch was. So. Nochmal reingeschaut. Ja, 2,3 scheinen sie es jetzt doch einzupendeln. Muss ich sagen, bin ich nicht ganz happy mit, hatte ich mir mehr versprochen als von. Aber gut, ist halt so. Alles ist vorbereitet. Oh, und plötzlich sind es doch 244. Da musst du gerade wohl deine ökonomischen Berechnungen nochmal neu durchführen. Ja, jetzt sind wir fast im annehmbaren Bereich. Also ab 2,5 bin ich tatsächlich happy. Jetzt sind wir noch so leicht unter meinen Erwartungen, aber es müssen die ganzen sehr wieder vor. Ja, und damals beim ersten tatsächlich auch schon wieder nächsten Zahlungen. Die letzten tatsächlich in diesem Jahr, bevor wir dann Richtung 2053 schreiten. Ja, und jetzt habe ich halt, wie gesagt, die Hoffnung, dass ich möglichst von den Briten auch noch ein gutes Stück reduzieren kann. Das könnte mich ja vielleicht dann über die 2,5% Marke beim BIP vielleicht auch sogar rüberrutschen lassen. Das wäre tatsächlich ganz cool. So, passt, passt, passt. Ja, ansonsten die Tschechei, ne? Sobald wir uns da mal drum kümmern können. Das Ding haben wir halt sau easy, glaube ich, in der Tasche. Das wird ja wie Niederlande nur noch einfacher. Weil wir ja schon wirklich, also wir können es ja überall direkt an die Grenzen stellen. Das ist ja richtig gefundenes Fressen. Nee, das wird unterhaltsam. Lebensfreude, ja, dankeschön. Ja, ansonsten nutze ich die kleine Zwischenpause, die wir jetzt haben, bis jetzt gleich die Zahlung kommt, nochmal wieder für unseren altüblichen Hinweis, Jungs und Mädels auf YouTube. Wenn ihr Bock habt, dass noch mehr Folgen kommen und natürlich ihr sehen wollt, wie es hier weitergeht, denn sobald wir hier diese Wirtschaftspolitik fertig haben, Freunde, dann geht es in die richtige Annexionswelle. Dann müssen wir gucken, dass wir nur schnell genug die Munition nachgeliefert bekommen, damit das Militär hier noch richtig schalten und walten kann. Ja, wenn ihr mir schon Bock habt, würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich auf die Folge freuen. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr den Kanal auch mal abonniert, falls ihr nächstes Mal live dabei sein wollt, wie jetzt aktuell 28 Leute hier auf Twitch. Würde ich mich freuen, wenn ihr ein Follow da lassen würdet, Link dazu in der Beschreibung, ne? Könnt ihr mal ein bisschen Liebe auch dafür da lassen. Und ansonsten nochmal der Hinweis, momentan, das müsste auch immer auch so sein, wenn ihr das seht, ich glaube ja, kommt recht unregelmäßig, aber es kommt Mount & Blade Folgen tatsächlich raus, beziehungsweise respektive Mount & Blade Streams auf Twitch. Das wollte ich eigentlich eher damit suggerieren. Da lohnt sich vielleicht auch für den einen und für den anderen von euch. Ist ja auch mal ein bisschen politisch angehaucht, nochmal so, auch wenn es mittelalterliche Politik ist. Ja, sich dahingehend zu beteiligen, ne, falls ihr da mal live dabei sein wollt. Wie gesagt, ist halt unregelmäßig. Da gibt es jetzt keine festen Zeitvorgaben wie jetzt hier bei Power Evolution, wo wir jeden Montag von 20 bis 22 Uhr unterwegs sind. Also, ne, voll lohnt sich. So, 1.10. ist da, das heißt jetzt also dementsprechend gleich die nächsten Überschüsse von wieder 96 Milliarden, sehr gut. Die rechnen sich dann hier hoch auf 157, glaube ich zwar kein Wort von, aber ist egal. Ja, also die Briten haben wir wirklich fast weg. Betonung liegt schon noch auf fast, aber ja, da fehlt auch nicht mehr viel. Dann können wir das bald, hatten wir schon mal, ich meine 4 hatten wir schon mal gehabt, aber ich glaube, dass wir runter waren auf 3 Mitteilnehmer, das hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Dass wir nur bei 3 Gläubigern in der Kreide standen. Das wird dann im Laufe des nächsten Jahres tatsächlich, wahrscheinlich irgendwie so Sommer oder so, wird das Premiere sein. Ups, ja. Abonnieren, Subs, Daumen. Sagt der Wumsen. Ja, wie gesagt, Support kann immer gern gesehen werden. Und der Paul möchte mal die neuesten Zahlen autonom fahren haben. Ja gut, wir haben jetzt gerade eh nicht so viel zu tun. Autonom fahren mittlerweile 37,2%. Dafür die Unfälle nehmen wir dann zu. Mhm. Oder sie stagniert auch. Ja. Support ist kein Mord. Na, Silas sagt es tatsächlich, wie es ist. Support, Freunde, ist kein Mord. Ja, momentan ist nur 1,4% Wachstum. Also jetzt momentan sind wir so ein bisschen im Wachstums-Ping-Pong angekommen. Gut, kann man
jetzt drüber streiten. Immerhin ist es einigermaßen stabil, würde ich sagen. Also den Verhältnissen entsprechend. Es geht nicht aus einer gewissen Range raus eigentlich. Ah, jetzt knackt es wieder weg. Aber das kann ich ja schon aus dem letzten Jahr. Das ist das Wachstum auch nochmal so ein bisschen weggeknackt Richtung Jahresende. Und dem schaut es ja auch noch wieder so aus. 2,22% momentan. Oh, ich hätte ja schon gerne... Nicht wieder so ein Bruch auf 1,7 oder wie ich nächstes Jahr wieder bei 1,1 anfangen muss, ey. Das wäre Höchststrafe, Alter. Das brauche ich nicht unbedingt, ehrlich gesagt, ne. Ich überlege gerade, was noch sinnvoll wäre, vielleicht zu machen, was kein Geld kostet. Aber es kostet leider alles Geld. Tja. Ja, mehr kann ich da jetzt auch nicht tun. Falls ihr euch fragt, warum ich übrigens die ganze Zeit so gähne, ich war jetzt gestern mit einem Kumpel zusammen im Kino gewesen. Aus organisatorischen Gründen wurde es die Abendvorstellung, die dann zu Ende war um 23.15 Uhr. Ich habe den guten Kollegen noch nach Hause gebracht, weil der mit dem Bus vorher unterwegs gewesen ist und bis der dann mit dem Bus wieder bei sich gewesen wäre, wenn ich selber mit Auto bin, dann auf Ehrenbruderbasis bringe ich den natürlich dann zurück. Ne? Und bis ich dann dementsprechend wieder zu Hause war, dann war es, glaube ich, schon fast 23:45. Ne? Und bis ich dann so weit war, dass ich ins Bett gegangen bin, ne? Weil wenn du da im Kino warst, ne, auch einen schönen Film, das war ja dann auch dementsprechend ja nicht, keine Ahnung, die wundersame Welt der Natur als Film. Das war schon ein bisschen actionreicher, bis du dann so weit gediegen bist, dass du sagst, okay, du kannst ins Bett gehen, das ist dann auch eins. Ne? Und bis du dann schläfst, ist es zwei. Und bis du aufstehen musst, ist es sechs. Ihr versteht, was ich hier suggerieren möchte. Schlaf hielt sich natürlich wieder so ein bisschen, zurück. Ja? Ansonsten war ich jetzt tatsächlich auch so gesehen jetzt ja in zwei Filmen als solches. Ne, wo ich eigentlich gar nicht so die Absicht hatte, die zu sehen, und wo ich die Absicht hatte, sie zu sehen, die habe ich bislang noch nicht gesehen. Ne, ich war jetzt drin gewesen bei Super Mario und ich war drin gewesen bei Dungeons & Dragons, hier, Ehre unter Dieben. Beide tatsächlich gute Filme, muss ich sagen. Also ich persönlich mag sie, ne, aber ich bin auch kein besonders kritischer Zuschauer. Ne? Also ihr merkt ja, wo ich meine Feinheiten setze. Ne, und ich sehe über vieles als solches hinweg. Es gibt auch Punkte, natürlich, die können mich mal stören, aber es sind nicht so viele. Aber das, was ich eingehen wollte, nämlich Creed 3 und Manta Manta 2, habe ich bislang noch nicht gesehen. Das ist so ein bisschen, aber ich wollte jetzt auch nicht das dritte Mal in diesem Monat jetzt ins Kino rennen, weil das schlägt dann sonst auch sehr ins finanzielle Konto. Ich weiß nicht, wie euch da geht, aber dreimal dann, hoppla, hier ist noch ein Flughafen kaputt, der muss noch aus dem Italienfeld so kaputt sein. Huch, wenn wir eben den Stuttgarter Flughafen wieder aufbauen. Leute haben ja seit was weiß ich wie vielen Jahren keinen Flughafen mehr. Hoppla. Ja, bis sowas halt in der Führungsebene ankommt, kann schon mal ein paar Jahre verstreichen. Ja, wie gesagt, aber ansonsten, ja, wahrscheinlich werde ich mir die dann später mal auf Blu-ray dann ziehen oder so. Ja. Also zumindest Manta Manta 2, Creed jetzt nicht unbedingt. Da kann ich nochmal vielleicht darüber hinwegsehen. Ja, obwohl ich natürlich großer Fan von so Boxfilmen bin. Aber, ja, da bin ich mir noch unsicher. Aber ich sag jetzt mal, so ein Film, der mit Autorennen zu tun hat, der mit Motorengeräuschen zu tun hat, ne, da besorge ich mir tatsächlich dann doch immer ganz gerne dann für den Sound die passende Hardware dafür. Ich hoffe, jetzt haben die Leute gemerkt. Ach, scheiße. Ach, schuldigt. Ich hoffe, jetzt haben die Leute gemerkt, sagt Manu, wie wichtig der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, da private Medien und staatliche Medien auf ihre Weisen problematisch sind. Nur ein starker öffentlicher Rundfunk die Demokratie stützt. Ansonsten haben wir amerikanische Verhältnisse. Grüße in die Runde. Oder halt eben russische. Creed 3 war geil. Ja, wie gesagt, ich wollte mir halt auch noch reinziehen, aber es ist so eine Sache. Ne? Ich habe mir ja auch extra zuletzt nochmal wieder die Rocky-Teile nochmal ein bisschen reingezogen. Also Rocky 1 bis 4, die anderen beiden danach... Die fand ich Schrott. Muss ich ganz ehrlich sagen, die beiden danach, da waren wir dann drüber weg. Ne? Sowohl mit
dem Tommy, als auch dann diese Neuauflage dann nochmal 2006 oder 2007 so. Naja, da sind wir wirklich über den Zenit drüber hinweg gewesen. Ne? Da war ja die Idee dann mit Creed als solches dann doch ein bisschen erfrischend, wobei ich es auch halt sehr aus den Haaren herbeigezogen fand. Ja. Quiz, wer war der beste Kaiser überhaupt? A. Malte, B. Wilhelm I. oder C. Wilhelm II.? Ihr seid gefragt. Also ich sag mal so, ich herrsche schon länger, glaube ich, jetzt 30 Jahre. Doch, ich müsste jetzt länger herrschen, so als Wilhelm II. So, sie wollen uns ihr gesamtes Eisen verkaufen, also ist dann nur eine Milliarde. Ja, okay, dann gibt es Eisen nicht her. Du bist doch bestimmt wieder nur die Kopf. Ja, dann können wir das Kopf zahlen. Ich hab euch schon vermisst. War denn letztes Jahr gewesen? Habe ich euch verpasst? Tja. So, Union für Menschenrechte interessiert mich nicht. Ist okay. Ich habe letztes Jahr Top Gun 2 gesehen. War absolut geil. A, B und C. D. Deine Mutter. Spaß natürlich, ja. Ah, ja. Ich muss mal überlegen. Die deine Mutter-Witze, ne? Das war ja auch so zwei, Anfang 2010er, ne? Ich glaube sogar Ende der Nullerjahre war das, glaube ich sogar. Ne? Ende der Nuller, Anfang der 10er hatten die so richtig Hochkonjunktur. Die Antwort lautet A und dann haben sie einen kostenlosen Follow bei Malte Mo gewonnen. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ne? Auch wenn ein Follow immer kostenlos ist, dürft ihr das natürlich gerne in Anspruch nehmen. Weiß eigentlich, wer warum wir mit Bosnien und Herzegowina so gut befreundet sind? Habe ich da irgendwann mal Bündnisse mit Bosnien geschlossen? Ich habe ja mal so eine Zeile, habe ich mir wirklich mal jeden jeden politischen Partner ja mal gesucht, den ich irgendwie so kriegen konnte. Ein paar gute sind noch hängen geblieben, wie Ägypten, Japan, das waren ja ganz gute Sachen, Brasilien, Mexiko. Na, das sind ja ordentlich brauchbare Verbündete, Norwegen, aber Bosnien? Naja, gut. Da verhasst mich Kroatien und Serbien, oh welch Wunder. So, ja, ansonsten Überschuss 2,23 ungefähr, wo es sich jetzt eingependelt hat. Wachstumszahlen 1,1%, 1,19, 1,2 so gesehen. Ja, und wir halten den Jahresmedian hier tatsächlich ungefähr aufrecht. Rocky 1, Rocky 6, 3, 4, dann 2 und 5 hat es nie gegeben. Was? 3 und 4 sind für mich auf dem gleichen Niveau, wenngleich 4 propagandistisch, aber auch dramatischer war. Ja, aber es hat mich tatsächlich, ironischerweise hatte mir das, ich hatte ja ganz große Sympathien für Ivan Drago. Muss ich einfach sagen. Da fühlte ich mich tatsächlich, auch wenn es ein bisschen komisch klingen mag, mal als blonder, weißer, dann mal irgendwie, als ich den Film gesehen hatte, ich hatte gedacht so, geil! Ne? Hast du ja nicht häufig so, die meisten, wenn du jetzt so an Actionhelden oder so denkst, die sind ja meistens irgendwie so braunhaarig oder schwarzhaarig, dass du so ein Blondie dabei hast, so, ne? Ja, selten. Ja, und wenn es halt mal ein Anti-Held ist. Ja, klar war das natürlich propagandistisch bis zum Mond, aber irgendwie auch geil eigentlich, ne? Wenn du es überlegst. Also, ich warte auch noch drauf, dass so eine Sachen jetzt mal ein bisschen im Zeichen USA-China mal so ein bisschen ihr Comeback feiern. Weil die Dinger, so die Filme, gab es aber auch ein paar andere Kategorien von. Das war jetzt nicht nur Rocky, da haben auch einige andere sich da auch in dem Bereich damals bewegt. Das war dann in der Ronald Reagan-Zeit, ne? Empire of Evil, oder wie ging das noch? Ich meine so. Das sind schon, da sind die schon wieder abgeflacht. Waren Ende der 90er, Anfang der Nuller. Ah, nee, bei uns hatten die auch nochmal zwischendurch echt Hochkonjunktur gefeiert. Also, ich kann dir sagen, fünfte Klasse im Schulbus, da, ey, wirklich, in einer Tour weg. Neues jugoslawisches Königreich. Ja, Jugoslawien ist auch noch so eins meiner wenigen Projekte, wo ich ja noch richtig gekrachend gescheitert bin, ne? Irgendwann wird Jugoslawien nochmal einen zweiten Anlauf kriegen, glaube ich. Ah, das dauert noch ein bisschen. Also da habe ich jetzt auch nicht ganz akut Lust drauf. Ne, da. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann Jugoslawien nochmal einen zweiten Anlauf kriegt.
Wer ist eigentlich noch in der NATO und in der EU? Puh, gucken wir gleich vielleicht mal. Ja, du warst für den blonden, arisch wirkenden Typen. Das ist jetzt sehr hart ausgedrückt, Manu. Ich war etwas, mit dem man sich identifizieren konnte. Also ich mich. Nun, ich gehe mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Jo, dir viel Spaß noch weiterhin bei deiner Fortbildung. Mahai, ne? Und hab einen schönen Abend trotzdem noch. Bei mir Nuller und Anfang 10er war richtig geil mit dem Tod meiner Mutter 2011. Da habe ich diese Witze dann gehasst. Gehasst hatte ich sie nicht. Ich habe sie dann einfach auch ignoriert. Ich sitze ja im selben Boot wie du. Nur bei mir noch ein Jahr Abzug. Ja, bei mir war 2010. Boah. So, wie sieht es hier aus? Mittlerweile Ende November. Ja, also jetzt hält sich ja alles stabil. Jetzt können wir tatsächlich, glaube ich, nur den Jahreswechsel abwarten. Wobei, interesting tatsächlich, die Fusionsreaktoren sind mittlerweile tatsächlich einer unserer wichtigsten nationalen Komponenten hier, ne? Unserer wichtigsten Produktionsstandgebiete. Also die Atomenergie per Fusionsreaktor macht mittlerweile 2,3% unserer Wirtschaftsleistung aus. Auch krass, wie das gesteigert hat. Ansonsten seht ihr den Rest ja, warum wir immer auch so viel Kohle haben. Also, ich wünschte, ich hätte mehr Kohle, aber andere Kohle. Nicht die schwarze Kohle, sondern die papierne Kohle. Das wäre gut. Oh, was hat eigentlich die Inflation mittlerweile? Ja, noch nicht ganz unter 1. Also, sie flacht weiter ab, aber unter 1 habe ich sie noch nicht bekommen. Dann würde ich halt, wie gesagt, den Leitzins nochmal runtersetzen. Mal mindestens auf 2, wenn nicht sogar auf 1%. Ja. Aber gut. Wollen wir es mit der Mongolei und das mongolische Reich aufbauen? Habe ich auch schon öfter von euch mal gehört, glaube ich, dass ihr auch mal das Mongolenreich euch wünschen würdet. Aber das ist natürlich brutal, ne? Also, nur mal eben ganz kurz für die Galerie, ne? Dass wir mal kurz eben darüber gesprochen haben. Hier liegt die Mongolei. Du hast effektiv, wir gucken mich mal ganz, ganz schnell an die Grenze, keinen direkten Zugang nach links, also nicht hier hinten in Richtung Kasachstan, sondern du hast nur zwei Nachbarn. Deine zwei Nachbarn heißen Russland und China. Und du hast 3,5 Millionen Einwohner. Wenn du die gesamte Bevölkerung in die Armee stecken würdest, jedes noch so kleine Baby, ihr noch so kleine Säuglinge, noch so greisen Rentner, du hättest eine Armee, die sich noch nicht mal mit beiden irgendwie zahlenmäßig da groß vergleichen kann. Also zusammengerechnet nicht. Wenn du vielleicht die Hälfte der Bevölkerung so quasi Nordkorea in die Armee reinpresst, dann hast du vielleicht einen Gleichstand erreicht, ohne aber irgendwie wirtschaftlich, technologisch irgendwo mithalten zu können. Also wirklich, ich frage mich eigentlich, warum der Staat überhaupt noch interessiert, existiert. Dass sie da nicht längst 50-50 gemacht haben oder so. Oder wer auch immer sich das Ding einverleibt hat. Das fände ich übrigens lustig. Also semi-lustig, weil Pulverisierung der Erde in Aussicht stehend, aber stellt euch mal vor, irgendwann kommt einer von den beiden auf den Trichter, diesen Staat zwischen sich beiden mal eben zu snacken. Der wie als andere wird sich dadurch ziemlich sicher bedroht fühlen, seine Einflusssphäre belästigt. Also, wenn wir da mal so mal kurz überschnacken wollen, da würde ich behaupten, das könnte gefährlich werden, ja. Aber ich weiß nicht, ob das spielbar ist, also wirklich nicht. Mit keinem von beiden willst du dich so ehrlich gesagt anlegen. China wegen der Manpower nicht, Russland wegen den restlichen militärischen Kapazitäten und mehr aus Last wieder nicht. Ja, du kannst höchstens versuchen, irgendwie auf eine Teilannexion durchzulaufen. Dass du irgendwie schaffst, eine Teilannexion durchzudrücken, und dann schaffst du wahrscheinlich eher gegen Russland als gegen China. Du müsstest dich dann erstmal an dem jeweiligen Gebiet so ein bisschen aufhalten, bevor du dann. Du brauchst ja irgendwie so ein Minimalgebiet zumindest, ne? Müsste ja zum Beispiel nicht viel sein, irgendwie die Provinz hier oder so. Bevor du dann quasi von der Mongolei aus 1:1 nach Kasachstan rüberlaufen kannst. Und von da aus hast du dann Zugriff auf die ganzen Stans-Gebiete. Ich nenne es jetzt mal so. Die Stans. Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan, Afghanistan. Na, da kannst du hier schön alles rausholen. Abgrasen, abgraben und dann könntest du gucken, okay, wie sieht das dann jetzt vielleicht aus mit China oder so oder vielleicht Russland Round 2 oder keine Ahnung. So ungefähr müsste das aussehen.
Ja, Upgrade Genghis Khan II ist am Start. Kohlekraftwerke werden wir mal abreißen hier, sagt Wumsim. Ja. Ja. Ist ein Punkt. Hast du recht. Habe ich noch gar nicht dran gedacht mehr. Wir haben jetzt momentan da die finanziellen Spielräume dafür. Wir haben die energetischen Spielräume. Wir kriegen nochmal 50 Terawattstunden dazu. Wir können definitiv mal drüber nachdenken, wieder ein bisschen was abzureißen. Wartet. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch die Kernspaltungsreaktoren, die alten Nuklearkraftwerke und eins noch der Stufe 3. Das ist der Stufe 3, interessiert mich nicht. Das kann erstmal stehen bleiben. Das ist jetzt nicht wirklich wild. Aber hiervon könnten wir richtig was abbauen gehen. Vielleicht werde ich das auch mal in Angriff nehmen. Also zumindest mal die Kernspaltungsreaktoren. Für die alten Nuklearkraftwerke, dafür fehlt mir dann doch noch die Power. Aber ja, das sollten wir vielleicht mal mit der nächsten Frühlingszahlung dann doch nochmal ausprobieren, sagen wir so. Du bist halt zwischen der zweiten und drittbesten Armee eingeschlossen. Ja, das ist schon ein bisschen freakig. Eigentlich braucht man ein Abkommen mit Russland oder China und Kasachstan im Obern oder so. Hat die Sowjetunion sogar schon probiert. Ja, dann ist mir das neu, davon weiß ich tatsächlich nichts. Sowjetisch-mongolischer Krieg. Russland und China haben das Interesse auf den Frieden dort. Ich meine, am Ende geht es um ein wertloses Stück Land für beiden wertloser Menge. Für beide Staaten wertloser Menge an Menschen. Ja, ich glaube auch tatsächlich, das Land ist tatsächlich, glaube ich, nicht so wertvoll. Wobei, irgendwas muss da auch lagern. Ich kann mir nicht vorstellen. Verzeiht, dass du so eine Gebirgskette hast und keine Rohstoffe. Nee, wirklich nicht. Da wird ganz, ganz sicher irgendwie was dranhängen, dran geklingt sein. I don't know. Ah, okay. Gut, dann habe ich jetzt gerade doch noch irgendwie einen Termin reingekriegt. Das passt ja sehr gut. So, das muss ich dann gleich arbeitstechnisch nochmal irgendwie klären. Unverhofft kommt doch noch manchmal oft. So, was habt ihr noch geschrieben? In der Mongolei gibt es doch Riesenminen, 50.000 Arbeitern oder so. Das größte unerschlossene Kohlevorkommen der Welt. Hm. Naja, gut, das willst du jetzt aber nicht haben. Neben Kupfer, Gold, Uran und Gold und Uran verfügt Mongolei auch über reichlich Eisenerz, Wolfram, Silber, seltene Erden, oha. Das macht ein Land zu Begierde, besonders für eine rohstoffhungrigen Nachbarn Russland und China. Ja, siehe da, ne? Ich sag ja, das wäre noch vielleicht so ein Punkt, der war eventuell, ne? Habt ihr mal Bock, euch zu fetzen? Aber bitte nicht zu dolle. Ne? Nicht so, dass es wieder für den Rest der Welt keinen Spaß macht. Aber möglichst so, dass wir Demokraten mal wieder ein bisschen Ruhe vor euch kriegen. Haben wir ganz schön. Ja? Das ist ja meistens das. Du musst nur einen wunden Punkt finden, wo du die beiden auseinandertreiben kannst wieder. Was? Habe ich nicht gesagt. So. Ungesunde Wohnungssituation. Wir haben neues Jahr, 2053 mittlerweile. Ja, da sind wir, unsere ungesunden Wohnungen. Nein, ich wollte nicht in Padova irgendeine Krise auslösen. Dankeschön. So, Bilanz letzten Volkszählung. Wir sind weiter 140 Millionen Menschen. Sehr gut. 2 von 100 Personen auf der Welt sind tatsächlich scheinbar Deutsch, wenn ich es gerade richtig gelesen habe. Also jeder 50. auf der Welt ist ein Deutscher. Aha, aha. So, und dann sind die öffentlichen Finanzen nach oben gegangen. Nee, das macht ja keinen Sinn. Das lasse ich auch mal durchlaufen.
Und China gehen gerade die Rohstoffe aus. Ja, momentan vertragen sie relativ gut, weil die Chinesen kaufen sie den Russen momentan ab, aber ne, man weiß ja nie, vielleicht gibt es das nochmal irgendwann mal ein bisschen Kloppe. Bitte kein Mitte der 70er, wo die Sowjets bei der USA angefragt haben, ob sie 50 bis 100 Nukes auf China werfen dürfen. Davon weiß ich wiederum auch nichts. Ich sollte mich nochmal ein bisschen weiterbilden oder ihr erzählt mir gerade wieder Schund. Maltas Lehrer, ihr dürft euch schlagen, aber nicht zu dolle. Ah, schwarze Pädagogik, ja. So, Budgetüberschuss 1,98%. Ja, okay. Wachstum steht jetzt erstmal bei 2%. Wie sehr das jetzt gleich stimmig ist, werden wir noch sehen. Wir können jetzt aber uns zumindest erstmal, würde ich sagen, so ein bisschen die groben Zahlen wieder ansehen. Oha, wir haben tatsächlich immer noch 2% Überschuss. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wir haben nur noch 16% budgetthematisch, hätte ich fast gesagt, schuldentechnisch noch auf dem Laster. Wir sind jetzt tatsächlich sogar selbst im Reich mit dieser Entlastung jetzt auf unter 2 Milliarden gerutscht. Geil. Das sieht top aus, Freunde. Ja, okay, jetzt müssen wir den ganzen Mistviecher wieder loswerden, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr doch schon schaffen, Richtung Japan wieder vorzustoßen. Aber es sieht gut aus. Also das stimmt mich jetzt gerade wirklich optimistisch, weil wir jetzt gerade 2% Wirtschaftswachstum haben. Wir haben die finanziellen Mittel jetzt gerade nochmal. Inflation sieht gut aus. Also wirklich, ich habe kaum was zu meckern. Ne, Energiebereich ist letzte Geschichte auch fertig geworden. Sind wir jetzt bei 140 Terawattstunden. Da können wir im April da nochmal ran. Und das Ganze nochmal neu aufstellen gehen. Jetzt habe ich natürlich völlig vergessen, die Zeit wie im Auge zu behalten. Ach du Scheiße, wir haben wieder ein Part mit Überlänge. Warum weist mich denn da niemand drauf hin? Ja, verdammte Axt. Nee, dann kann ich gleich keine vierte Folge mehr dranhängen. Dann wird das zu spät. Gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir die Folge. Jetzt bin ich eh gerade noch dabei. Machen wir die noch ein bisschen. Und dann zwei Minuten oder so nochmal. Und dann machen wir finito. Ich habe mich so durchgequatscht, ey, da hätte ich zwei Folgen draus machen können, Mann. So ein Scheiß. So ein Mist. Schulden bei Indien und Frankreich. Musste halt einen Wecker stellen. Ja, die Uhr hatte ich jetzt mitlaufen, aber ich habe halt... Yeah. Ich habe keinen Bock, dass jedes Mal hier rumpiept. Da habe ich auch keinen Nerv für. Nee, ich muss einfach dran denken, drauf zu schauen. So ein Scheiß. Naja, gut, okay, es ist nicht weiter dramatisch, weil wir das letzte so viele Folgen gedreht haben. Da ist es okay, wenn das dreimal rumkommen. Ich glaube, drei hält auch so mehr oder weniger die wöchentliche nötige Produktion aufrecht. Ja, aber ja, das hat jetzt nicht wieder ein Geschicklichkeits-Award verdient. Wie lange ist die Folge? Die wird gleich 45 Minuten sein. Nee, aber wo war ich jetzt gewesen? Genau, da wollte ich jetzt also dementsprechend dann also mitgeben. 16%, das ist okay. Wir können jetzt theoretisch dann nochmal eine Wirtschaftssubventionrunde nochmal in den Pott schmeißen. So. Industrie. Bis es funktioniert. Ja. Und Service-Sektor. Sind wir auch schon 4 Milliarden. Ja gut, so sind wir auf 1,8% Überschuss runter, aber haben jetzt nochmal einen Booster dann dementsprechend für die Industrie nochmal rausgegeben. Ich habe überlegt gehabt, ob es noch sinnig wäre. Man kann ja auch hier dementsprechend die Energiesektoren subventionieren. Aber ich weiß nicht, ob das so besonders gute Idee ist. Wobei, dadurch könnten vielleicht die Reaktoren eventuell billiger werden. Ich weiß gar nicht. Wie sieht es momentan eigentlich bei den Fusionsreaktoren aus? Nur, dass ich das mal gesehen habe. Ich habe, glaube ich, das Ding noch gar nicht aufgeschlagen. Ne? Also, wie gesagt, 1,4% des BIPs macht tatsächlich die Atomstrom, also die Fusionsreaktorverstromung hier aus. Ne? Das ist tatsächlich schon ein bisschen was. So, das mal kurz einklappen. 70% unserer Energie ziehen wir mittlerweile aus den Fusionsreaktoren. Das haben wir gut aufgestellt. Weltweit produzieren wir 28,3%. Okay, schade, darf ich jetzt die Weltproduktion dafür nicht sehen? Das ist ja Betrug. Infos zum Sektor? Nö. Darf ich tatsächlich nicht sehen. Schade, okay. Ich würde gerne gewusst, ob wir tatsächlich der größte Produzent sind, ob noch wer anderes doch noch mal ein bisschen größer ist. Ja, ansonsten, der Sektor macht auch gut Gewinn. 98 Milliarden wirft er so pro Jahr ab. Das ist auch nicht schlecht.
Ne? Und ansonsten, ja, kann man sich tatsächlich über diese Stromgeschichte nicht beklagen. Subventioniere ich auch nochmal den Energiesektor. Wäre natürlich ein bisschen teuer jetzt langsam, ne? Aber ansonsten. Ups, ich wollte keine Zollgebühr erhöhen. Ich wollte 500 Millionen in die. Ja, in den Energiesektor nochmal stecken. Das war mir das Ganze jetzt dann doch nochmal wert. Aktiver Klimaschutz gleich. Russland ökonomisch bekämpft. ich möchte nochmal die autonomen Fahrzeuge bitte sehen. Ja, kannst du nochmal haben, Paul. Alles gut. 44% mittlerweile der gesamten Flotte. Steigert sich also weiter. Du kannst auch auf Vibrationsschalter statt Klingelton. Sollte nochmal eine Idee sein. Verstaatlichen, sagt Nava. Nee, das wird, glaube ich, ein bisschen teuer. Reicht ja schon, dass wir geschafft haben, ja irgendwann mal vor, was weiß ich nicht wann, hier den Hochtiefbausektor zu verstaatlichen. Das war auch schon ein teurer Spaß als solches, ne? Damit wir da unsere Bauprojekte, sobald das daran geht, auch vernünftig umsetzen können. Also zwischendurch mussten wir ja schon hier mal da. Also es hat auf jeden Fall schon geholfen, aber das ist natürlich auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Dazu Qing-Dynastie, mal die Mongolei und auch Tanatuwa, liegt nördlich von der Mongolei, in Russland gehörte. Das heißt, sehr alte Gebietsansprüche. mal gucken. Also momentan haben sie ja doch noch Wichtigeres zu tun. Gut, apropos Wichtiges zu tun, ich würde sagen, da machen wir an dieser Stelle tatsächlich Schluss, sowohl mit dem Stream als auch mit der Folge auf YouTube. Ich gucke gleich nochmal, ob ich euch irgendwo hinschicken kann. Nobody knows, wer weiß, vielleicht ist er doch wieder Montagabends irgendwo online. Ne? Kann ja mal hier mal da sein. Dann werde ich auf jeden Fall auch mal für euch gleich die Augen offen halten wegen dem Wait. Ansonsten aber würde mich tatsächlich, wenn ich schon so eine extra lange Episode mache, nochmal für einen Daumen nach oben mich begeistern. Ne? Hier, komm, drückt den nochmal. Das habe ich mir, denke ich, an der Stelle verdient. Kanal-Abo nicht vergessen, wenn ihr das nächste Mal live dabei sein wollt. Wenn wir auch wieder solche Parts in Überlänge drehen, dann dürft ihr auch das gerne tun. Link zu Twitch in der Beschreibung. Wenn ihr Bock habt, uns finanziell zu supporten, würde ich mich auch darüber freuen. Kanalmitgliedschaften, Twitch-Subs. Im Livestream, wie der Albert das heute gemacht hat, dürft ihr auch gerne ein paar Euro dalassen. Ne, dafür gibt es auch mal einen Link, der durchflattert, oder dieses Bit-System, das kennt ihr auch. Ansonsten nochmal ganz kurz eben zum Abschluss zu unseren Streaming-Tagen und Zeiten. Montags Power Evolution, immer mit mir zusammen, dem Alte hier, 20 bis 22 Uhr. Dazu dann jeden Freitag mit Mo und mir zusammen ab 20 Uhr Formel 1, immer zwei Rennen. Ja, dem, wo es da gerade hingeht, was da gerade ansteht. Und sporadisch momentan, immer dann, wenn ich mal Zeit habe und es passt, geht es dann Richtung Mountain Blade Bannerlord. Gut, dann würde ich tatsächlich sagen, machen wir das so. Ich biete dem Typ nochmal einen Kaffee an und schicke ihn dann wieder nach Hause und dementsprechend euch jetzt dann da draußen in euren auch wohlverdienten Feierabend oder ins Bett oder wo immerhin. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.